Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Krebach. Ja, ich habe die Wiese mal eben runtergebolzt. Jetzt müssen wir gleich mal Helferstandard hier leisten. Das nützt nichts, ne? Wow, kommen wir da durch? Das nützt nichts. Klappt mal rein da. Wir müssen Gewichte kaufen. Der hat nützt nichts, Gewichte kaufen. Zwei Stück brauchen wir, glaube ich. Oder wir machen das hier dran. Ah, der wird wahrscheinlich dann auch Probleme kriegen. Ah, wir müssen Gewicht kaufen. Irgendwas ist ja immer zum Kohlen ausgeben, ne? Das ist ja standardmäßig. Da kommst du nicht drum rum. So. So ist das. Ich hab's reden vergessen, ne? Aber manchmal gibt mir auch der Gesprächsstoff aus. Wenn du so viele Videos dann damit das machst, dann weißt du irgendwann echt nicht mehr, was du erzählen sollst. Weil heute sind 4 Projekte zum Aufnehmen. Ist ja meistens dann so, ne? Jetzt an einem Tag hast du 4 Projekte, am anderen Tag hast du 3 Projekte. Und so wechselt sich das dann immer ab, ne? Und dann komme ich aber auch hin mit meinen Zeiten, ne? Und das ist dann ganz gut so. Das ist zwar der eine Tag, wenn du 4 Projekte aufnimmst, ist ziemlich stressig. Geht auch viel Zeit drauf, aber egal. Muss man sich mit arrangieren, ne? Den schaffen wir noch. So. Machen wir eben Außenansicht. Ja, können wir auch eben aussteigen. Okay, wir brauchen 2 Gewichte. Gewichte. 2-mal. Kaufen. Ja. Kaufen. Ja. Danke. Das war schon, was wir wollten. Und da wir nicht dumm sind, nehmen wir 1 vorne mit, 1 hinten mit. Dann können wir nämlich direkt bei dem 412er Gewicht abliefern. Binden das vorne an. Und der kann weitermachen, ne? Und hier brauchen wir auch eins für den Wender. Ich schätze, der wird vorne hochgehen sonst. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, wir kaufen 2 Gewichte. Und haben Ruhe, ne? Das bringen wir eben zum 412er. Dann müssen wir direkt, wie heißt es, den Fender, den letzten Rest wahrscheinlich flügen und dann können wir wenden, ne? Ein Teil wird gewendet, ihr wisst, die kleinen Wiesen, habe ich gesagt, machen wir Heu. Und die andere Wiese, ja, machen wir Silageballen oder was von, ne? Ich denke, wir werden da Bellekes von machen. Das ist, glaube ich, sinniger. Ja? Klappt nicht. Kollege. Rettung ist in Anmarsch. Packen wir den eben hier an der Seite. Ach, guck mal. Direkt zum Hof vorne. Können wir hier mit dem Acker bracken. Und die beiden Flächen sollen Mais. Hatte ich ja gesagt, ne? Den tun wir dann Hexe. Wenn jetzt noch einer sagt, wo ich meinen Wender hingestellt habe, ne? Da, 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 ich sehe ihn, sehe ihn, sehe ihn. I have seen him. Haben wir eigentlich einen Ladewagen gekauft? Weiß ich gar nicht mehr. Wenn nicht, müssen wir eh Silageballen machen. Genau dich brauchen wir.
jetzt müsste aber nicht mehr. Sprachreon und ging doch nach vorne hoch, ne? So, mach mal jetzt hier weiter. Wir brauchen noch ein Bild, ne? So, top mal. Die letzte. Oh ne, das kann ich nicht. Tut mir leid. Das kann ich nicht fahren. Hängst du im Baum, ne? Was hast du den denn da reingefahren? Kannst du mir das mal erklären? Satan! Den hat's aber auch reingebrackelt, ey. Oh, falsche Richtung. Hat Helga echt ganze Arbeit geleistet. Ja, wir haben noch zwei Flächen zum Ackern, ne? Obwohl, die brauchen wir nicht pflügen, da drillen wir direkt rein. Das kann der gleich direkt machen. Hier musste gepflügt werden, aber scheinbar muss hier auch kalt drauf, ne? Bei meinem Glück. Oh, wenn wir gerade hier drin sind, können wir auch eben den letzten Rest selber plögen, ne? Da soll es wohl nicht drauf ankommen, oder was meint ihr? Ja, ne? Kann man eben selber machen. Wir brauchen den Schlepper. Perfekt. Das läuft. Kannst nichts gegen sorgen, ne? Da kannst nichts gegen sorgen. Ne, Düngen brauchen wir ja nicht vorher. Geht ja gar nicht. Ich habe hier Düngefunktionen an seiner Maschine. Bevor ich jetzt irgendeinen Dünnpfiff erzähle, ne? Erstmal gucken. Ja, da muss natürlich Kalk jetzt drauf, ne? Da ist abgeändert, da ist abgeändert. Da muss Kalk drauf. Dann siehst du wieder nicht, ne? Oh, dann tun wir hinterher kalken. Dann können wir nämlich direkt die Drille jetzt hintermachen. Das machen wir auch. Klapp dich mal ein. Wir fahren zum Hof. Jetzt hat hier ein Stissel kommt. Viel vorankommen, liebe Leute. Da passt du irgendwie rein. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, Sven. Der passt da gar nicht rein. Der kommt hier wieder hin. Stand der vorher auch. Da müssen wir ja auch Pflanzenschutz machen, ne? Ach nee. Dann kannst du hier so rumzippeln. Was ist das?
Warum machst du da Geflüge? Oh, drück doch mal den richtigen Knopf. Ja, der hat da geflügt. Das sollte der doch gar nicht, oder? Seht ihr das? Oh, oh. Hab ich es kaputt gemacht? Das ist ja nicht so schön, ne? So, was drillen wir überhaupt, ey? Wir brauchen Weizen, ne? Wir haben gar kein Weizen. Weizen ist eingestellt. Soll ich mir eben hier... Nee, 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 Leute. Das geht ja gar nicht. 120 Kilo, das ist in Ordnung, aber nicht da. 3758 Kilo. Nur Abfahrt zur Fläche. Los geht's. Mit dem wilden Ford. Hoffentlich finde ich den Weg zur Fläche. Ich bin mutig, ich lasse die Map aus. Dann haben wir zwei Flächen zum Häckseln, das passt ganz gut. Das passt gut. Gemacht hier, ne? Ich bereue es immer wieder, dass ich ihn nicht von Anfang an gespielt habe, die Gräber. Aber manchmal kommen andere Sachen dazwischen, dann denkst du, nee, und auch machst du später, fängst es doch nicht an. Aber irgendwann musst du es doch mal machen, ne? Und ich bereue es nicht, dass ich sie spiele. Bin ich ganz ehrlich. So, sprach der Flo und sprang ins Klo. Mach mal hier Dings, Garantie aus. Taste Harvey. Ne, ne. Was Kämpfers? Und jetzt Taste? Super. Müssen wir uns ein bisschen quälen? Na, ja, hat aber zu räuchern, ne? Kriegst du das hin? Kollege? Kriegst du das hin? Wenn was ist, nicht melden. Und wenn du was kaputt machst, fahr lieber gleich zur Werkstatt und machst Portemonnaie auf, ne? Weil das hatte ich Svenny nicht so gerne, ne? Ansonsten lass mal gehen. Ja. Krieg ich das vielleicht hin? Ich hab keine Ahnung. Da fahren wir den schon mal zur Wiese. Dann wissen wir direkt Bescheid beim nächsten Mal. Ich glaube, wir haben einen zu kleinen Schlepper. Aber der Fendt, der hat doch 180 Pferdchen unter der Haube. Warum tut er sich denn da so schwer mit? Wir können auch direkt vorne hinfahren. Das verstehe ich gerade nicht. Müssen wir echt nur einen anderen Schlepper uns besorgen? Wollte ich eigentlich gar nicht. Feuersalamander, klappt dich auseinander. Und? Wer war das? Wisst ihr das noch? Oder wisst ihr das überhaupt? Ich weiß das. Ich habe das letztens noch geguckt. Ich sag nur Hermanns Eck, Simu-Freunde. Immer wieder eine empfehlungswerte Henry, ne? So Leute, ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, mich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.